Moin moin und hallo Leute, mein Name ist Fresh G und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Mumble Monday. Ja, wunderschönen guten Montag erstmal und heute musste hoffentlich keiner von euch arbeiten oder Notdienst schieben oder irgendwie irgendwas in der Richtung. Und ich habe ein bisschen was zu erklären und zwar habt ihr ja höchstwahrscheinlich gemerkt, dass die letzten 2 Wochen keine Mumble Mondays kamen. Und zwar war es so, dass ich vor 2 Wochen quasi den ersten Mumble Monday, den ich nicht gemacht hatte, ganz schlichtweg, ganz simpel, einfach nur das komplett verpeilt habe. Ich habe meine Zeit nicht richtig eingeteilt und habe am Ende dann so viel zu tun gehabt, dass ich, oder wie es manchmal so kommt, dass dann auf einmal ganz plötzlich viele Sachen auf einmal kommen und dann hatte ich keine Zeit mehr für den Mumble Monday übrig und das dadurch dann einfach vergessen. Und beim letzten Montag haben vielleicht ja die meisten von euch mitgekriegt, dass in Berlin ein Anschlag verübt wurde oder mutmaßlich, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt nennt. Und durch diese ganze Aktion war mir einfach überhaupt nicht danach, genau an diesem Tag einen Mumble Monday hochzuladen, wo ich über irgendetwas rede und man quasi so tut, als ob das nicht stattgefunden hat. Klar, das Leben muss weitergehen und ich werde das Thema Terrorismus oder irgendetwas Politisches hier jetzt auch nicht aufziehen und ein Mumble Monday draus machen. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, dass ich nicht über Politik reden werde in diesen Mumble Mondays und sowas, aber einfach nur so direkt am selben Tag so tun, als ob alles normal ist, das wollte ich dann nicht machen. Und ja, dann hatte ich überlegt, schiebst du den Mumble Monday noch nach und im Endeffekt habe ich es dann nicht gemacht, beziehungsweise ich habe mich dazu entschieden, es nicht zu machen. Und ja, manche Kanäle und manche Sender machen eine Winterpause. Sagen wir mal so, dann war das jetzt quasi meine Winterpause. Beim ersten Tag zwar unfreiwillig, aber beim zweiten dann nicht. Und übrigens, ich habe das Ganze natürlich auch alles auf Twitter dann beschrieben und meine Gründe genannt. Das heißt, falls ihr möchtet oder falls ihr könnt, dann könnt ihr mir bei Twitter followen, weil darüber läuft quasi meine ganze Kommunikation außerhalb der Videos und außerhalb des Channels. Ja, viele von euch wissen vielleicht, dass ich Facebook für sowas nicht benutze, beziehungsweise allgemein kaum noch nutze und definitiv nicht für den Kanal, weil mich das halt einfach gestört hat, wenn Nachrichten von mir nicht an euch rausgehen, weil Facebook entscheidet, was ihr seht und was nicht. Bei Twitter seht ihr immer alles. Ja, und nebenbei habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, so, dass ich ganz am Anfang, als ich die Mumble Monday-Reihe gestartet hatte, was ja wirklich jetzt gut ein Jahr läuft, was mich unheimlich freut, dass so viele ja, sich das angucken, dass das so vielen gefällt und dass man das so machen kann mit euch in den Kommentaren zu schreiben und sich neue Themen von euch geben zu lassen und dass ihr mir Gameplay schickt. Übrigens, das Gameplay im Hintergrund ist wieder vom guten Franzl. Da kommen auch noch einige richtig nice Titanfall 2 Gameplay hier. Auch vielleicht ein Spiel, was viele von euch unterschätzen, so vom Fun-Faktor und von der Qualität her und der Motivation dahinter und an sich der Spielspaß. Und zwar hatte ich ganz am Anfang immer von der Mumble Monday-Reihe gesagt, dass ich halt vielleicht auch einfach mal nur so über Sachen, die im Alltag passieren oder Sachen, was bei mir gerade so abgeht, soweit das nicht zu privat ist oder sowas reden kann. Und deswegen dachte ich einfach mal so, es ist die Weihnachtszeit, wir alle haben versucht so ein bisschen runterzufahren und sich wieder so ein bisschen zu besinnen, dass Familie wichtig ist und was überhaupt so wichtig ist im Leben und wo man so hin möchte. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht auch mal gut, einen relativ entspannten Mumble Monday zu machen, wo man jetzt nicht über ein ultra kompliziertes Thema redet. Und ich kann einfach mal erzählen, was ich so an Weihnachten gemacht habe. Geht ja relativ schnell. Weihnachten feiern wir immer einfach so ganz gemütlich mit der Familie. Meine Großeltern kommen hierher und meine Mutter, mein Bruder und ich sind hier. Und wir bereiten alles vor und dann kann man hier schön essen. Wir essen an Weihnachten immer nicht besonders viel, einfach nur Kartoffelsalat und Knacker und Wiener. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, das hatte ich mit Teamspeak mit ein paar Leuten schon besprochen. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag, dann geht man nochmal irgendwo ordentlich essen. Ja, und was habe ich zu Weihnachten gekriegt? Eigentlich nichts Aufregendes, also nicht ultra heftig oder sowas, was man sich früher gewünscht hat, irgendwie eine Xbox oder irgendwie sowas. Ich habe einfach ein Kissen geschenkt gekriegt, neues, und einen Bettbezug,
weil ich habe mir ein neues Bett gekauft. Ich habe ja schon mal in einem anderen Monday gesagt, dass ich mein Zimmer renovieren möchte. Und da bin ich schon ziemlich weit vorangekommen. Das Zimmer komplett umgestellt und die Wand gestrichen oder alle Wände gestrichen, neues Bett gekauft. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein neuer Schrank und dann ist alles fertig hier. Und dann kann ich zukünftig wieder Geld in andere Sachen investieren. Und ja, von daher, das war es eigentlich schon. Ein bisschen Geld noch dazu. Die meisten Geschenke habe ich mir eigentlich selber gemacht. So, ich habe mir von dem Geld, was ich durch Freundschaftsdienst und all sowas gekriegt habe, habe ich mir selber dieses Jahr ziemlich viel gegönnt. Könnt ihr mal erzählen, einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was habt ihr so dieses Weihnachten gekriegt, beziehungsweise vor allen Dingen, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten und was esst ihr zu Weihnachten? Ich habe von vielen gehört, die essen Raclette zu Weihnachten. So, für meine Familie ist es normal, an Weihnachten nicht so viel zu essen und dafür die Tage darauf dann ordentlich zuzulangen oder einen Tag darauf. Und ich hoffe, das war einfach jetzt ein gechillter, gemütlicher Mumble Monday für euch. Und dann freue ich mich natürlich auch schon auf den nächsten Mumble Monday und hoffe, dass ihr eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit jetzt hinter euch lassen könnt und ordentlich Power getankt habt für, ja, vielleicht für die Neujahrsfeier. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mumble Monday, mein ganz gechillter. Und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, Leute.